bin in der Weinbergschule schon seit einem Jahr und ein paar Monaten. Vorher war ich 4 Jahre lang in der Stenin-Schule. Anfangs war es so, da habe ich das versucht, alleine zu involvieren. Und da habe ich gemerkt, dass es gar nicht geht. Weil wenn einer etwas weiß von der Theorie und von der Praxis und es dann weitergibt, dann ist es so, wie wenn ein Lehrer alleine vor den Schülern steht und anfängt zu unterrichten. Also es ist eigentlich ein Frontalunterricht. Was wir bemerkt haben, ist, dass es wichtig ist, schon erstmal eine Gruppe aufzubauen, die dann etwas weitergeben kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben erstmal eine Gruppe gegründet, die sich wirklich damit befasst, das zu erlernen, diese Art und Weise, wie man mit Schaubildern unterrichtet. Und dann haben wir Stück für Stück ein Kind nach dem anderen auch in die Gruppe mit hineingenommen. Also ich fühle mich als Schüler, sowohl auch als Lehrer hier in der Weinbergschule. Also ich finde die Schaubildarbeit sehr gut, weil es eine gute Taktik ist zu lernen, weil man halt wahrscheinlich bestmöglich alles auffassen kann. Ich finde die Schaubildarbeit sehr gut, weil es einfach, es ist kein Frontalunterricht, sondern es ist Osmose. Es arbeitet jeder mit jedem von Kind zu Kind. Ich glaube, mit der Schaubildarbeit lernt man schneller und man merkt es besser. Die Schaubildarbeit macht mir Spaß, weil man mit Freude lernen kann und man sich immer wieder auf den nächsten Schultag freut. Durch die Schaubildarbeit hat in mir sehr viel verändert. Ich habe viel mehr Interesse an Lernen. Die Schaubildarbeit nimmt da als einen Schüler sehr viel ab. Das heißt, der kann sich voll und ganz auf eine Gruppe einlassen und diese unterstützt ihn dann auch in der Wissensannahme und er selber kann dann auch etwas leisten und dann ist es ein gutes Geben und Nehmen. Das interessanteste Schaubild, was ich miterlebt habe, war das, was meine Gruppe präsentiert hat. Das Ohr. Das Ohr. Also Zunge, Nase, Mund. Das Ohr war cool. Und die Fortpflanzung.